So, mal gucken. Ich brauche den 50.000, brauchen wir für den Friedhof. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Nein. Ihr braucht einen Friedhof, um eure Leichen zu stapeln. Jupp, ich weiß, ich versuche ja gerade... Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. Ja, ich weiß. Wir haben null Gold. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Was geht denn hier ab? So, zwei Leichen sind drin, aber wir können noch keinen... Wir brauchen mehr Gold. Das sieht schlecht aus im Specht aus hier. Hau ab. Ein Teufler hat euren Dungeon verlassen. Also Teufler will ich nicht mehr haben. Tut mir leid. Eine magische Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Es wird ja auch mal Zeit. Nein, die sollen die gewinnen. 192. Da haben sie richtig viel gespielt. Wir müssen irgendwie an Gold kommen, aber ich weiß nicht wo. Ah, hier ist ja Gold. Schön Gold. Wäre ein Friedhof vielleicht besser, wegen den Vampiren? Aber gut, die kosten uns auch Geld. Skelette kosten uns nur Gold beim Training, ne? Das ist halt schwierig. Hier haben wir eine Schatzkammer dahinter. Dass wenn es das Gold lohnt. Sehr krass hier, oder? Was bauen wir denn hier hin? Da hätten wir nochmal Platz für irgendwas. Kampfarena vielleicht? Dann machen wir das hier weg. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Hier die Kampfarena. Eine magische Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Das hört sich nach einem Plan an, würde ich sagen. Dann können wir den Friedhof noch ein bisschen größer machen. Schwesnisserisch. Das sind 2000 der Friedhof. Was kosten die Kampfarena? 750. Gut, das geht nicht. Ich weiß bloß von früher, dass man da keine Skelette reinmachen können. Hier können wir... Ne, das lassen wir mal schön bleiben. Machen wir hier die Kampfarena hin. Vielleicht eine Folterkammer, dass wir unsere Eisen Jungfrau noch dazu bekommen. Mal gucken. Oh, guck einen an. Sehr schön, da können wir das Gold hier auch abfahren. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Boah, nochmal 24.000. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das hört sich sehr gut an. Eine magische Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ah, guck mal da. Gold? Für mich. Oh. Oh. Unsere Imps erforschen hier langsam. Lieb, wie sie sind. Hier ist noch Gold. Aber da ist noch eine Kanone. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ach, das soll ich nicht so haben.
Ich will meinen Friedhof. Jawohl. Na, fast. So, jetzt haben wir unseren Friedhof. Das heißt, die Vampire können kommen, wenn es soweit ist. Das gefällt mir nicht ganz, aber gut, so ist es halt. Komm, reißt hier alles auf. Ich will hier wissen, was hier hinter ist. Hier müsst ihr vielleicht auch ein paar Objekte geben, also ein paar, ne? Eine magische Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Hier könnten wir auch noch was bauen. Und wir könnten die... Sollte das die Arena werden? Ich glaube, ne? So, machen wir es doch gleich. Ne, Quatsch, falsch. Hier soll die Arena hin. Ich wollte schon sagen, ey. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Was ist denn hier? Ist doch Platz! Junge! Da machen wir halt, hier so ein bisschen? Ja, besser geht nicht. Ah, Gold. Eine magische Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Also, wie viel können wir hier denn weggraben? Eure Truppen sind jetzt stark genug. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, die Feenfestung anzugreifen und die Schlacht hinter sich zu bringen. Warte mal kurz. Nein. Ich suche noch die ganzen Objekte. Also, Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Dann wette ich mit dir, ich wette mit dir, dass hier oben noch mehr ist. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Die Frage ist, ist hier hinten noch was? Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ja, Hammer. Wie viel Imps haben wir denn? 22. 1, 2, 3. Mehr sollte es nicht werden. Wir reißen hier alles weg. Es ist Zahltag. Ja, goldmäßig. Also, ja, goldmäßig ist ein bisschen lässig gerade. Wir haben 11.000. Und wir haben noch keine Kampfarena. Und das ist ja ein Bonusziel gewesen, wenn ich die ganze richtig gelesen hatte. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Noch einen, sehr gut. Was ist denn hier hinten? Also unsere Imps haben ganz schön zu tun, würde ich mal sagen. Also Kanonen haben wir ja noch gar keine, ne? Also wir haben noch nichts, also keine Verteidigung. Gut, wir müssten ja auch hier durchmachen, um... Wenn wir hier aufmachen, können wir so eine kleine Verteidigungspalisade bauen, würde ich sagen. Euer Zauberspruch Böser Blick wurde verbessert. Das machen wir genau in der in dem Trainingsraum. Das passt dann. Das sollte eigentlich dann... Oh, wir könnten wieder Level Up machen. So. Ich grab mir alles auf. Ich weiß nicht, warum ich das so gerne mache. Ich grab hier alles weg. Hier haben wir schon alles aufgedeckt. Hier auch. Oh, wir können zusätzlich Imps bekommen. Fleißig sind sie, definitiv. Ihr habt zusätzliche Imps bekommen.
was kostet... Also können wir die Arena schon bauen? Die Arena. Dieser Ort ist ein Amphitheater, in dem eure Geschöpfe ihre Beherrschung der Kampfkunst beweisen können. Der Sieger verbessert seine Kampffertigkeiten auf eine höhere Stufe. Cool. Eure Arena ist zu klein. Ich hab schon gemerkt. Pass mal auf, dann machen wir das hier wieder weg. Zack. Das Tolle ist, unsere Imps holen die ja wieder und tun die einfach, da schlafen die runter, dann sind wir gesund. Und das kostet uns gar nichts. Also, dass sie gegeneinander kämpfen. Das kostet uns Gold. Da würde ich auch sagen, schau. Oh. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Da hat sich wieder hier reingeschlichen, die Sau. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Ein Teufler hat euren Dungeon verlassen. Dann machen wir bloß eine Arena, was soll denn das? So, jetzt werden die alle nach Hause gebracht, also im Schlafsaal, dann ruhen sie sich jetzt aus. Und dann können wir sie gleich wieder reinschicken. Das, was sie nicht reintun sollte, das weiß ich von früher, Skelette. Da geht was schief. Oh, wir wurden hier gekämpft. Ach da. Oh. Naja, gut. Da haben wir was für ein Friedhof. Ja, warum nicht? Für einen Friedhof brauchen wir ja auch was, ne? Unser Salamander haben wir ja wirklich ohne Ende. Könnten noch ein bisschen Gold gebrauchen. Noch ein Portal, geil! So, trotzdem brauchen wir Gold. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ja, haben wir. Und wo geht's hier hinten hin? Schauen wir mal kurz. Hier geht's bestimmt oben, oder? Was wir gebrauchen könnten, das wäre jetzt Gold. Ihr erbeutet ein Portal. Noch ein Portal, das ist schön. So. Oh, da ist eine Ader! Und ich habe sie nicht gesehen! Oh, wir hätten so wenig Probleme gehabt jetzt. Wir hätten noch drei Wochen. Nee, egal. So, ist einer da. Hinten fliegt noch einer rum. Oh, zweimal Level up. Cool. Schade, dass wir noch keine Vampire haben. So. Zack. Ab geht er, Peter. Gebt alles. Auf ins Gemächt. Ins Gemetzel bin ich. Wir könnten das natürlich noch ein bisschen verfeinern. Wir hauen noch ein paar Zauber rein. Dann können wir nicht. Schade. Ah, dann bauen wir das Ding doch wieder hin. Den wollen wir nicht so groß bauen. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Machen wir hier so. Zack. Kombinieren wir das gleich. Ach, der ist schon tot. Na gut. Den Teufler können wir auf den Friedhof schicken. Komm, wir holen mal Honig, so als Spaß. Die Schlacht in der Arena ist vorbei.
Und wer hat gewonnen? Wieder er. Na gut. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Warum jetzt die Musik? Wir haben aber keinen Kampf. Egal. Ups. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Arena. Wollte ich jetzt verarschen, oder? Ein Teufler hat euren Dungeon verlassen. Ich kann ihn nie gebrauchen, tut mir leid. Wo ist denn eigentlich Honi? Ach, der marschiert durch die Kante, okay. So. Ja, falls Horny euch zu aufsässig wird, könnt ihr ihn mit einem einzigen Klaps aus eurem Reich hinauswerfen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So, Folterkammer, wir brauchen noch ein paar eiserne Jungfrauen. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Echt, wir haben doch eine unendliche Goldader hier. So, er ist wieder weg. Oh, Gott sei Dank. So, da hier nochmal, so, zack. Da schicken wir mal die Zauberer rein. Plus die hier und plus die hier. Dann wird's lustig. Wir haben zwar jetzt keine Verteidigung, aber... Jetzt geht's ab. Das ist ja wie beim Fußballspiel hier. Randal auf den Hängen. Aber so leveln die schnell. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Na, du kannst gleich hier mit, mein Kleiner. Achso, du brauchst ja erst was zu schlafen, sonst kommst du nie wieder, ne? Oh, hier ist schon alles voll. Na, dann hier rein. Oho! Zack. Und jetzt rein mit dir. Skelette können wir nicht reintun, weil die, wenn die da drin sind, dann sind die wirklich tot. Also die sterben dann. Also, sie sterben, die sind ja schon tot, aber dann hast du keine Chance mehr, die, wie soll ich sagen, also, die kann man nicht mehr retzen. Also, die anderen Geschöpfe gehen in den Schlafsaal und dann werden schlafen sie ein bisschen, dann heilen sie sich wieder hoch, aber das können die anderen nicht. Also, ihr müsst bloß aufpassen, dass halt die Kleinen alle wieder zurückkommen. Oh, das ist schon Level 2. Geht doch schnell. Zauberer Level 4. Haben eigentlich schon alle Zauber durchgeforscht? Ja, haben wir. So. Es ist Zahltag. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Nicht böse sein, weil ich das jetzt mache. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er geschlagen worden ist. Ich brauche Leichen. Ich brauche mehr. Ein Salamander ärgert sich, weil er geschlagen worden ist. Ich wollte ein Salamander wurde unglücklich, weil er geschlagen worden ist. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Na genau, die wollten Eisenjungfrau. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er geschlagen worden ist. Oh, Level 6, sehr schön. So. Wo ist unser Vampir? Der ist fleißig im Forschen. Was haben wir denn hier? Level 2, 3, 4. Schau! Die brennt so schön. Oh, Entschuldigung. So, hier kommen wir nie weiter, ne? Hier hinten wird wahrscheinlich auch wieder was versteckt sein. Hier werden wir auch mal schnell aufmachen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut.